herzlich willkommen und hallo bei Not Another Dope Show. Wenn du in U-Haft kommst, dann wird da ja alles abgenommen, vor allem wenn du als Dealer festgenommen wirst, dann wird da dein ganzes Geld auch noch weggenommen. Und wenn du niemanden draußen hast, der dir Geld einzahlen kann und du nicht arbeiten darfst, bist du echt verratzt. Ja, du kannst zwar Sozialgeld beantragen, aber das sagt da gar keiner. Das weißt du gar nicht. Jetzt weißt du es, weil ich gesagt habe, merkt ihr das? Sozialgeld beantragen, sonst bist du echt verratzt. Du kannst nichts kaufen. Kein Kaffee, kein Tabak, keine Wurst, kein gar nichts, kein Zucker, keine Süßigkeiten. Und alle sind so gierig auf deinen Ring, auf deine Uhr, wenn du welche hast, und wollen da halt deine Sachen abkaufen für wenig Geld. Wenn man zum Beispiel jetzt aber gleich in Strafhaft muss von draußen, kann ja sein, ja? Du kommst nach Bernau, während du da in der Kleiderkammer stehst und deine Klamotten kriegst fürs erste Mal, kannst du auch ein Zugangspaket bekommen. Ein großes oder ein kleines. Das Geld, was es kostet, wird später von deinem Konto einbehalten, wenn du arbeiten gehst oder Sozialgeld beziehst. Weil da, die sagst du, die lassen dich nicht so hängen, da fährst du das gleich. Es ist jetzt halt so, dass du da das Große nehmen kannst mit diesem großen Glas Kaffee, Nescafé und zwei Paper, zwei Packungen Tabak, Filter, Zigarettenfilter sind dabei und Feuerzeug natürlich, ne? Und damit kann man sich schön übers Wasser halten, bis man halt wieder einkaufen darf. Ne? Je nachdem, wann du im Monat eingesperrt wirst, hat es ja was damit zu tun. Bei dem Zugang kommt man erst einmal in einen großen Haftraum rein. Ja, das sind dann, weiß ich nicht, bei uns waren es drei Doppelbetten, also zwei Stockbetten. Sechs Mann in einem Raum und daneben war nochmal so ein Raum, auch mit sechs Mann, und der war verbunden und da war keine Tür dazwischen und gar nichts. Obwohl das möglich gewesen wäre, wenn irgendwie die Leute trennen müssen, dann wäre das möglich gewesen. Dann gab es da halt auch eine große Toilette und mit schönem Ausblick auf den Berg, das war der Berg davor. Und man will es noch so gar nicht richtig wahrhaben, sitzt da halt da drin. Ich weiß nur, der eine hat ein Gedicht gesagt, ein Hund, der hat drei Beine, an jeden Ecke eine. Hätte er nicht drei Beine, umfallen tät. So ein Schmarrn. Ah, ja. Von dort aus kommst du halt dann zum Arzt, der untersucht dich, dann musst du nochmal zum Direktor, die teilen dich dann da ein. Und Arbeit oder nicht Arbeit, ins Haus, in welches Haus kommst du und so weiter. Habe ich ja auch schon mal erzählt, dass ich am Anfang Probleme hatte. Dann hatten wir damals noch das Glück, dass alle Häuser zusammen Hofgang hatten. Wenn ein Hofgang war, sind alle zusammengekommen, in einem großen Hof sind wir da im Kreis gerannt. Dann irgendwann einmal ging es nicht mehr, die Leute da Geschäfte gemacht haben wie die Blöden, und weil sie sich auch geschlagen haben, wenn es irgendwie Stress gab zwischen die Häuser. Der eine hat den anderen abzockt, und dann gibt es da als Heilschaften auch und Grüppchen, und wenn man da mit dem Falschen irgendwelche Spedienzien macht, dann hast du keinen Spaß mehr auf dem Hofgang. Deswegen haben die das jetzt getrennt, und dass halt jedes Haus hat seinen eigenen Hof und man seinen eigenen Hofgang machen kann. Mittag war es immer so, wenn man beim Arbeiten war, haben die Wärter von der Anstalt oder von der Werkstatt, die haben halt aufgemacht und haben einen gehen lassen. Die haben bloß aufgepasst, dass die Leute da nichts rausschleppen. Und dann konntest du dich frei bewegen zu deinem Haus. Und da standen dann, haben sie halt zugemacht, wenn halt Einschluss war, und haben dann die Häftlinge halt bloß durchgezählt, ob halt jeder in seinem richtigen Haus ist. Aber da, in der einen Stunde, da hättest du zwischen die Häuser, kannst du umeinander hüpfen, und da gingen halt auch die ganzen Geschäfte, gell? Weil du kannst ja nicht ausschließen, dass in einem Haus gar keine Drogen sind. Die sind halt Leerräume, da gibt es nichts. Haben sie ja die Zellen durchsucht, und da ist jetzt gerade keiner drin, der irgendwas besorgen kann. Aber in den anderen vier Häusern ist dann vielleicht doch einer, der was besorgen kann, weißt schon. Und dann ist es halt wichtig, dass die Geschäfte laufen. Und umso mehr BTMler eingesperrt sind, umso mehr Gift kommt ins Gefängnis.
Es ist doch logisch, das sind doch alles Konsumenten. Und ein Konsument, der konsumieren möchte, der findet schon einen Weg, um das zu kriegen. Zu meiner Zeit gab es schon Handys im Gefängnis, also kleine Klapphandys. Die haben es halt reingeschmuggelt. Möglich ist alles, wenn du genug Bargeld hast, kannst du auch Leute schmieren, dann geht das schon. Auch die bayerischen Beamten sind bloß Menschen. Wie schaut Leute?